بسم الله الرحمن الرحيم. Wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen, die Sie, irgendeine Frage, die Sie haben, Sie können das stellen und ich würde versuchen, das zu beantworten. Und bei uns im Islam darf man nicht alles antworten, darf man nur, was er weiß, mit wissenschaftlichen Beweisen von den drei primären Quellen des Islams, Koran, Sunna und Auslegung der Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ursprünglich, wir dürfen heutzutage nicht auslegen, weil durch diese Auslegung, die wir heutzutage gemacht haben, kamen diese Bombenanschläge und diese Probleme, weil diese Leute, die unwissenden Leute, haben selber was interpretiert vom Koran. Die haben nur ein Vers gelesen, drei, vier Verse vorher nicht gelesen, drei, vier Verse nachher nicht gelesen und die haben sofort nur mit einem Vers von der Mitte her irgendwas ausgelegt und haben gesagt, okay, wir schlachten die und wir bringen die um und wir machen das und dies. Und deswegen, wir mussten immer wieder zurückkehren zu unseren ursprünglichen primären Quellen, Koran, Sunna und Sunna, die Taten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Aussprüche von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die Auslegung seiner Gefährten, seine Leute, die waren neben ihm und mit ihm damals und die haben ihm so immer wieder die Fragen gestellt und die haben ihn auch gefragt und die haben immer wieder alles von ihm bekommen und deswegen, die haben die richtige Richtung und die richtige Einstellung, aber die anderen haben nie die richtige Einstellung, außer dass die denen folgen. Wenn die Gefährten unseres Propheten folgen, die haben dann die richtige Einstellung. Und Sie können mir jetzt alle Fragen stellen. Alles klar, alles gut. Sie wissen schon, dass wir als Muslime müssen fünfmal am Tag beten und das ist auch für unser Spirit, für unsere Seele ist gut, dass ich, und Sie auch, Sie beten auch. Und dass jedes Gebet ist fünf Minuten, dass man sich mit seinem Gott, mit Allah subhanahu wa ta'ala, ich bin schon alleine zu Hause, in Verbindung. Und da muss ich mir immer die Füße waschen. Ich gebe Ihnen ein Buch, lesen Sie das und Sie können das machen, in Ruhe machen und wie Sie das können. Wenn Sie nicht aufstehen können, machen Sie das im Sitzen. Wenn Sie das nicht im Sitzen, im Rücken legen auch. Und lernt man, weil das ist eine Reinheit unserer Seele, Herzen und auch Körper und Verbindung zum Allah. Dass man auch sich irgendwann mal mit seinem Gott in Verbindung sitzt und redet mit seinem Gott und fragt Sachen, oh mach mir so und so, ich will, ich brauche das, ich brauche dies, etc. Und mit wem spricht man? Heutzutage auch findet man nicht immer wieder so gute Leute, mit wem man sprechen kann, aber mit seinem Gott, der alles weiß, was drin ist. Unsere Schmerzen, unsere alles, die auch andere Leute nicht erkennen, er kann das schon, weil er uns erschaffen hat und er weiß alles, was genau. Und wenn Sie irgendwann mal, inshallah, Allah Ihnen Kraft gibt und alles, und Sie können auch reisen, Sie können auch nach Mekka reisen. Ich bin froh, dass ich noch laufen kann, aber bis dahin komme ich nicht. Allah hat gesagt, diejenigen, die das machen können, sie müssen das machen. Ja, diejenigen, die das nicht wegen Gesundheit oder Alter oder so nicht, Alter oder so nicht machen können, sie müssen das nicht machen. Auch Fasten, es gibt bei uns ein Monat Fasten, wenn man das machen kann. Wenn das schwierig für Sie und Sie können das nicht vertragen, Sie müssen das nicht, Sie können was anderes machen statt Fasten. Und Almosen Zakat, das ist eine Steuer, die muss man bezahlen, wenn er zum Beispiel einen Betrag von 1500 Euro, das ist 85 Gramm Gold, hat als Geld und nicht Gold, ja, und dieser Betrag bleibt bei Ihnen ein Jahr lang, denn am Ende des Jahres, Sie müssen 2,5 geben, das heißt jeden 1000 Euro, 25 Euro an arme Leute, Obdachlose, Witwen, keine Ahnung, die Leute, die wirklich eine schwierige finanzielle Situation haben. Und was noch, wir haben von Gebet gesprochen, von Zakat gesprochen, von Fasten, von Hajj und Shahad haben wir gemacht. Schade, ja. Und so kommt es, man zum Islam. Sie, zum Beispiel die Tochter, muss ein Kopftuch, nicht Kopftuch, es gibt deshalb kein Kopftuch, es gibt Hijab, tragen. Aber sie, als eine Dame, der ihre Tage nichts mehr kommen,
Sie mussten nicht tragen. Ja. Sie mussten nicht tragen. Also Glück. Sie mussten absolut nicht tragen. Ja. Die Frauen, die ihre Zyklus, Entschuldigung, ihre Tage sind vorbei, die mussten das nicht tragen. Aber die. Du? Die junge Frauen, die mussten das tragen. Aber sie, kein Problem, inshallah ta'ala. Und alles, was sie brauchen und wir ihnen dabei helfen können, ich bin inshallah bereit, immer wieder, sie können mich anrufen und ich komme vorbei. Ich bin extra heute zu Ihnen gekommen. Barikallahu fiik, Bruder. Nur für Sie. Ich habe mich gefreut, dass diese Sache hat mich wirklich so gefreut. Ich seit einer Woche, 10 Tage, ich schlafe nichts gut. Ja. Ich immer wieder überlegen, eine Dame von 73 Jahren alt will zum Islam kommen. Ja. Ja. Das ist Wunder, wirklich ein Bombenanschlag. Subhanallah, Bruder. Habe ich gesehen mit Abdul.